Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch ganz gerne ein paar Hairstyles mit Seidentüchern zeigen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen eine kleine Umfrage auf Instagram und auch auf YouTube gestartet und wollte einfach wissen, ob euch sowas in der Art interessieren würde. Viele von euch haben gesagt, ja, das wollen wir sehen. Also möchte ich euch heute meine Lieblings-Hairstyles mit Seidentüchern zeigen. Dafür komme ich mit meinem Stuhl noch ein kleines bisschen weiter nach vorne, damit ihr auch den oberen Bereich meines Kopfes sehen könnt. Und als kleiner Disclaimer vorab, ich habe jetzt heute ausnahmsweise mal meine kurzen Hair Extensions drin. Was so die Länge meiner Haare angeht, bin ich ungefähr bei so einer mittleren Länge. Das ist auch meine natürliche Länge, nur dass mir halt sehr viel Fülle fehlt. Und deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Hair Extensions. Das heißt, falls die gleich irgendwie rausblitzen sollten oder so, ihr wisst Bescheid. Anfangen würde ich ganz gerne mit einem Hairstyle, den ich total simpel finde und auch sehr alltagstauglich. Der ist super schnell gemacht. Und zwar geht es darum, dass ihr euer Tuch einfach faltet zu so einer längeren Wurst. Und die Breite könnt ihr natürlich auch selber bestimmen, welche Breite euch am liebsten ist. Und zwar ist es dieses simple Hairstyle, wo ihr euer Tuch einfach hernimmt und an der Stelle des Kopfes platziert, wo ihr es gerne hättet und einfach hinten zusammenbindet. Ich hatte das ja schon mal in dem Video Bademoden gehabt, dass ich es hier vorne gebunden habe. Es hat so ein bisschen was von 70s und ich hatte das auch einfach hinten über dem Haar gebunden. Man kann es aber auch, wie in meinem letzten Video, in dem Blusenvideo gehabt, dass ich es hier weiter oben angesetzt habe und dann unter dem Haar durchgezogen habe. Ich werde euch das beides einfach mal kurz zeigen. Also einmal die Variante mit oben rum. Ich habe hier übrigens Style Sway hergenommen, weil ich fand, das passt zu meinem weißen T-Shirt heute auch ganz besonders gut. Und an der Stelle kann man einfach nochmal so ein bisschen herumzuppeln. Ich mag es ganz gerne, das Seidentuch nicht allzu krass fest um den Kopf herum zu wickeln. Ich habe auch das Gefühl, je fester man das macht, desto eher die Wahrscheinlichkeit, gerade bei glatten Haaren, dass das Ding wegrutscht. Also es ist schon gut, wenn das dann an der weitesten Stelle bleiben kann. Und dafür ist es besser, wenn man es halt einfach nicht so krass festzieht. Und Hairstyle Nummer 2 funktioniert auf dieselbe Weise, nur dass wir halt die Haare drüber fallen lassen. Und zwar lege ich es mir hier direkt oben drauf und fahre dann einfach unten drunter lang. Ihr könnt natürlich die Haare vorher zu einem Zopf zusammenbinden, wenn ihr es halt einfacher habt, das dann unten zusammenzubinden. So, genau. Dann liegen die Haare oben drüber. Und wer Bock hat, kann auch so die ersten paar Strähnchen von hier vorne auch noch mal so ein bisschen rausholen. So, das ist Hairstyle Nummer 2. Und ein weiterer Hairstyle, aber auch so ein bisschen aus der gleichen Kategorie wie eben gerade. Das ist eins, wofür ihr nicht dieses kleine Seidentuch oder Bandana braucht. Das ist eins, was sich sehr, sehr gut anbietet für so etwas größere, längere Seidentücher. Das ist eins, wo ihr das Seidentuch zu einem Dreieck faltet und eigentlich wie bei dem Bandana auch einfach rollt zu einer langen Wurst, sodass ihr halt etwas habt, womit ihr arbeiten könnt. Dadurch, dass das hier Chiffon ist und sowieso so dünn ist, kann ich das eigentlich auch einfach nur so ein bisschen zusammenfügen. Es muss jetzt nicht perfekt gefaltet sein, das ist eigentlich völlig egal. Hier ist meine Wurst. Und das ist ein Hairstyle, wo man unten drunter startet. Ihr legt es halt mittig an euer Hals dran und dann packt ihr die Seiten nach oben, überkreuzt es und überkreuzt es noch einmal, sodass ihr halt hier eine kleine Spitze habt und führt die zwei anderen Enden wieder unten lang. Und da unten könnt ihr es dann zusammenbinden. Und da kann man dann auch die Haare hier so ein bisschen rausholen. Wenn ihr so ein bisschen Pony habt und ein bisschen was Kürzeres habt, sieht das sehr, sehr schön aus. Aber auch das Längere, ich habe ja hier überhaupt gar keine Stufen drin, schaut, finde ich, sehr, sehr schön damit aus. Ich muss sagen, dass es eines meiner Lieblings-Hairstyles ist, weil es halt so elegant ausschaut. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, auch kein farbiges Seidentuch ist, sondern eins, was irgendwie schwarz-weiß ist oder nur eintönig ist oder so, schaut es auch so, so elegant aus. Kommen wir dann zu den etwas komplizierteren Hairstyles.
Das, was ich sehr, sehr gerne habe, ist tagsüber auch einfach einen Dutt zu tragen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal die Schnauze voll davon, wenn die Haare mir ständig im Gesicht hängen. Das heißt, ich packe sie mir gerne nach hinten. Und ein Hairstyle, was ich letztens ausgedacht habe, was für mich sehr, sehr gut funktioniert hatte, ist der kleine Chignon sozusagen, nur mit dem Seidentuch drumherum gewickelt. Ich drehe mich einmal ganz kurz um, damit ihr sehen könnt, wie das von hinten alles funktioniert. Also ihr nehmt eure Haare ganz, ganz simpel zusammen zu einem tiefen Dutt oder zu einem etwas höheren Dutt. Ich packe mir ganz gerne hier schon die Haare so ein bisschen hoch, damit ich hier oben ein bisschen mehr Volumen habe und festige die mir einfach mit meinem Haargummi. Bei dem letzten Durchlauf ziehe ich die Haare nur so zur Hälfte durch und mache sozusagen so einen kleinen Loop. Ziehe mir hier an der Seite die Haare auch so ein bisschen raus, damit es nicht ganz so streng aussieht. Dann habe ich praktisch hinten einfach nur so einen kleinen Loop. Und den könnte man jetzt, um das Haargummi zu verstecken, könnte man entweder die Haare nehmen und sie drumherum wickeln. Aber wenn ihr etwas kürzere Haare habt, so wie ich, funktioniert das ja nicht so leicht. Und deswegen nehme ich mir mein Seidentuch auch wieder zu so einer dünnen Wurst gewickelt. Das muss nichts Kompliziertes sein. Und dann fängt ihr einfach an, das so oft es sich nur anbietet, drumherum zu wickeln und auch nicht allzu fest. Also ich bin kein großer Freund, das da dran zu knallen, sondern einfach nur so locker drumherum zu binden und dann unten zu festigen. Jetzt steht das natürlich etwas lustig ab an der Stelle, also das schaut halt nicht sehr, sehr schön aus. Ich nehme die Haare gerne nochmal und ziehe den Zopf ein bisschen fester und dann nehme ich mir das, was so zu viel ansteht, einfach und schnappe es mir und packe es mir unten drunter. Dazu brauche ich einfach ein paar von diesen ganz simplen Haarklammern. Geh rein und pack es halt unten drunter fest. Und auch da. Von vorne sieht das Ganze so aus. Ich finde, es ist auch immer noch total alltagstauglich und auch total einfach gemacht, ohne viele komplizierte Kniffe oder so. Und schaut auch immer noch sehr elegant aus. Und die letzten zwei Hairstyles, die sind dann schon ein kleines bisschen komplizierter. Also für diejenigen von euch, die gerne Zöpfe flechten oder sich Twists reindrehen oder sowas, das ist ein Hairstyle, das super, super schön ist für euch. Starten wir mit einem, den ich aber doch relativ einfach finde. Und zwar nehmt ihr euer Bandana und faltet es halt wieder in der Breite, in der ihr es gerne mögt. Haltet euch das bereit. Dazu braucht ihr auch so einen Bobby-Pin, so eine kleine Klammer, aber auch nur für den Anfang, nur damit man starten kann. Und zwar macht ihr euch einen Mittelscheitel, beziehungsweise zieht den Mittelscheitel bis nach hinten durch. Packt eure Haare alles nach vorne und legt euer Seidentuch praktisch direkt in die Mitte an. Und macht es auch in der Mitte mit der Klammer einmal fest, damit es erstmal bleibt, wo es ist. Ich zeige es euch das nochmal. Also so schaut es aus. Damit das einfach so ein bisschen hält an der Stelle. Also habt ihr all eure Haare und eure beiden Seidentuchteile hier an den Seiten. Und dann fängt ihr ganz, ganz simpel an zu flechten. Und zwar ist die eine Seidentuchseite ein Strang und aus euren Haaren formt ihr dann zwei weitere Stränge und dann fängt ihr einfach an zu flechten. Und wenn ihr dann ganz unten angekommen seid, macht ihr euch das mit einem kleinen Haargummi fest. Ich habe hier so ein kleines, ganz, ganz dünnes Haargummi. Das gibt es auch als durchsichtig bei DM. Also so ganz, ganz, so eine praktisch einmal Haargummi sind das. Ganz normal fest. Andere Seite genau das gleiche. Und dann könnt ihr dahergehen und einfach ein bisschen was rausziehen. Den Zopf ein kleines bisschen weiter gestalten. Also einfach so ein bisschen lockern, damit es nicht ganz so streng geflochten ist. Und je stärker ihr lockert, desto hübscher sieht es am Ende dann aus. Und dann könnt ihr natürlich auch das Seidentuch so ein bisschen breiter ausfächern. Dann sieht man auch ein bisschen mehr von dem Muster. Und an dieser Stelle nehmen wir unsere beiden Zöpfe und führen sie praktisch an den Seiten entlang nach oben. Dann habt ihr hier oben ja in den meisten Fällen dann auch noch ein bisschen was an Seidentuch oder Bandana übrig, sodass ihr das hier oben einfach zusammenbinden könnt, damit es auch hält. So, und wenn ihr jetzt noch ein paar Haare übrig habt, die jetzt hier so ganz komisch abstehen, nehmt ihr euch einfach eine Klammer, pinnt sie weg.
sodass sie praktisch nicht mehr ganz so stark abstehen. Und dann kann man an dieser Stelle natürlich auch ein paar Haare von vorne wieder rausholen und ein bisschen lockern. So. Und hinten habe ich ja gerade gesagt, dass ihr ja diesen Bobbypin da habt. Der kann wieder raus an der Stelle, damit man ihn nicht sieht. Und das letzte Hairstyle ist eines meiner Lieblings-Hairstyles, auch ohne Seidentuch. Aber ich finde, das Seidentuch gibt dem Ganzen auch nochmal so einen richtig schönen Twist. Und zwar ist es, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, sind das so Twists an der Seite zu einem Zopf zusammengebunden und dem Seidentuch oben drüber gelegt. Ich zeig's euch. Wie ich gerne starte bei diesem Hairstyle, ist es auch wieder, mir die Haare so ein bisschen zu teilen auf zwei Seiten und sie mir hier vorne auch richtig hinzulegen. Ich starte hier oben, indem ich mir einfach so einen kleinen Bereich hernehme, ungefähr so viel. Und diesen Abschnitt teile ich nochmal in zwei Teile, indem ich einfach mit dem Zeigefinger mitten reingehe. Und fertig ist es. Es müssen auch keine allzu gleichmäßigen Teile sein. Es ist jetzt hier kein perfektionistisches Ding, sondern ganz, ganz locker. Und dann fängt ihr einfach an, die miteinander zu twisten, die Haare. Ganz am Anfang twiste ich zweimal, bevor ich weiterziehe. Aber wenn ich weiterziehe, dann twiste ich immer nur einmal. Ihr habt dann ja immer ein Stück Haar hier vorne hängen und eins, was ihr ein bisschen weiter hinten habt. Das vordere nehmt ihr einfach und packt da noch ein bisschen mehr Haare hinzu. Also es ist dann völlig egal, ob ihr das fallen lasst und dann halt zusammen was nehmt oder ob ihr das weiter festhält, euch ein Stück in euch einen Bereich raussucht und den einfach mit reinfaltet zu diesem unteren Bereich. Das ist völlig egal, wie ihr das anstellt. Hauptsache ist, dass ihr hier, während ihr dann halt weiterzieht, immer mehr und immer mehr Haare aufnehmt. Und zwar komplett am Ende die gesamte Seite dann. Und das, was hier unten gerade war, wo ich mir gerade was dazu genommen habe, das packe ich mir dann hier nach oben und habe jetzt praktisch einen Teil hier unten, wo ich dann wieder Haare hinzufüge, schnappe, nach oben packe. Und das ist praktisch auch der Twist. Und so verfahre ich dann bis ganz nach unten. Und wenn ihr jetzt auf dem Weg nach unten so ein paar Blubberbläschen habt mit euren Haaren, hier so ein bisschen was unordentlich aussieht, das ist nicht so schlimm, das können wir hinterher nochmal aufräumen. Wenn ihr unten angelangt seid und die gesamten Haare von der einen Seite aufgenommen habt, dann twiste ich gerne nochmal bis ganz nach unten. Einfach um sicher zu gehen, dass das dann später auch wirklich auch hier oben hält. Und was ich dann gerne mache, ist mir eine Spange zu nehmen. Ich habe hier so eine ganz, ganz einfache, dünne Spange. Packe mir das nach oben und ich parke das erstmal hier an dieser Stelle, damit ich es später nochmal runternehmen kann. Und verfahre dann mit der anderen Seite genauso. So, es muss auch nicht perfekt sein. Es reicht vollkommen, wenn die Haare erstmal hier hinten auch zusammen sind. Dann schnappe ich mir schon mal mein Haargummi. Es kann auch ein farbiges Haargummi sein, was auch immer ihr gerne mögt. Und ich führe die eine Seite schon mal nach hinten und nehme sie schon mal praktisch mit der einen Hand. Halte sie praktisch mit der einen Hand hier erstmal so fest, um den Zopf dann binden zu können. Dann lasse ich das hier frei und mache da unten einfach so einen ganz normalen Zopf, also so einen Pferdeschwanz. Und an dieser Stelle schnappt ihr euch wieder euer Seidentuch, auch wieder in der Breite, klein gefaltet, wie auch immer ihr es mögt. Legt es dann hier oben an, auch mittig, und lasst es dann praktisch unter dem Twist an den Ohren entlang bis unter den Zopf, bis unter die Haare verlaufen. Überkreuzt es einmal und packt praktisch die letzten zwei Zipfelchen bis nach oben und bindet es dann halt einfach oben fest. Dann könnt ihr natürlich auch hier wieder ein paar Haare von den Seiten rausholen und das Ganze ein bisschen lockern. Ja, das ist ein Hairstyle, das mag ich extrem gerne, weil man halt hier diese kleine Raffinesse hat mit diesem Twist. Das sieht schon mal so ein bisschen spannender aus und man hat halt ein Accessoire in den Haaren. Und den Zopf, der ja total simpel ist.
So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne unten in die Kommentare rein, welches euer Lieblingsteil ist, also was ihr davon gerne ausprobieren möchtet oder was so für euch am geeignetsten wäre. Schreibt es mir gerne unten rein. Ich bin da ganz, ganz gespannt drauf. Ansonsten, wir sehen uns Mittwoch wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.